Hallo, liebe Leute, und willkommen bei Meme Proofed. Heute wird es um ein Buch gehen. Ich bin fast am Ende der Verzettelung. Das ist The Art of Learning von Josh Whiteskin. Und ich habe mir Gott sei Dank ein paar Notizen gemacht, damit die Buchbesprechung diesmal ein bisschen systematischer abläuft. Wer ist Josh Whiteskin? Erste Frage. Also es geht jetzt mit dem Autor los. Josh Whiteskin ist ehemaliger Schach, ich weiß gar nicht, ob er Großmeister war oder nur Meister, auf jeden Fall galt er lange Zeit als das Schachtalent nach Bobby Fischer. Also ein Film wurde auch nach ihm benannt, oder ein Buch sogar, Searching for Bobby Fischer. Der Film dazu ist, weiß nicht wie der ist, ich fand ihn auf jeden Fall recht langweilig, aber das Buch, tja, werde ich mir auch nicht durchlesen, egal jetzt. Worum geht es da in dem Buch? The Art of Learning ist eigentlich nicht The Art of Learning, sondern vielmehr das, was der Untertitel sagt, in diesem Fall der Obertitel. An Inner Journey to Optimal Performance. Das ist vielmehr das, worum es in dem Buch geht und was das Buch besonders interessant macht. Jetzt habe ich es natürlich gelöscht, aber ihr seht, die Tafel ist da und gestern oder vorgestern, da stand sogar noch das Grundgerüst für Improved Mind, soweit der Arbeitstitel erstmal, quasi was das komplettiert, Improved Eating, Improved Movement und Improved Mind dann eben, aber irgendwann mal später mehr, denn allmählich habe ich quasi eine Art Überblick über das Gesamtprojekt Me Improved mehr erarbeitet. Und da spielt das nämlich eine Rolle, denn im Wesentlichen geht es hier um zwei Sachen. Erstens, wie erreicht man Flow im Moment? Und zweitens, wie kann ich über lange Zeiträume im Grunde einen mentalen Zustand mir erarbeiten und aufrechterhalten, der für den, ich will nicht sagen Lernprozess, weil dann widersprechen wir natürlich, aber ich meine das jetzt, also das Wort ist jetzt das, was ich brauche, also einen mentalen Zustand erreiche, der einen langfristigen Lernprozess dann eben befördert. Aber da geht es weniger um so Lerntechniken wie Karten lernen oder irgendwie, sondern es geht um die um den mentalen Zustand oder die mentalen Zustände, die man eben braucht und haben möchte, wenn man dann eben sich einem langfristigen Prozess unterwerfen will, der dazu führt, dass man besser oder der Beste in irgendwas wird. Das ist auch der Aspekt oder das ist der Lesefokus, unter dem ich das auch gelesen habe. Es ging mir hierbei gar nicht so sehr um so einzelne Tricks, die es da eben so gibt. Und die findet man schon, aber das Schöne daran ist, also dass es ein recht abstraktes Buch ist oder beziehungsweise immer wieder die abstrakte Ebene hervorholt und klar macht, okay, an welchem Punkt befinden wir uns jetzt im Gesamtbild, und deswegen fand ich das also unter diesem Aspekt besonders lesenswert. Und ich habe jetzt einfach nur, also ich bin jetzt das Buch einfach nur durchgegangen mit meinen Notizen und so und baue das in meinen Wissensspeicher ein, aber hier seht ihr, ne, unter dem Aspekt Flow durchsehen, das heißt, das ist ein Buch, was ich höchstwahrscheinlich noch ein zweites Mal, nicht unbedingt lesen werde, aber ein zweites Mal durcharbeiten werde, das ist ein bisschen was anderes, unter dem Aspekt des Flows eben, also das ist jetzt etwas, das mir recht spät gekommen ist und hängt mit der Lektüre von einem Buch von Csikszentmihalyi dann eben zusammen. Wie ist das Buch aufgebaut? Das Buch ist aufgebaut in, das Buch hat im Grunde drei Teile. Der erste Teil ist Foundation, da zeigt er, beziehungsweise er spricht über verschiedene Konzepte, die er eben im Zusammenhang mit seiner Schachkarriere gelernt hat. Da geht es zum Beispiel um solche Konzepte Losing to Win, also sich in Situationen zu begeben, in denen man über seine Fähigkeiten hinaus strapaziert wird, also im Grunde auch verliert, aber dass das eben die Augenblicke sind, in denen man lernt und diese momentane Niederlage in den Kontext eines gesamten Lernprozesses dann eben einbaut. Der Unterschied zwischen Lernen und Lernen in diesem Falle ist eben, das eine ist Wissenslernen, wenn man so will. Also es geht dabei
nicht um mentale Zustände, sondern oder um irgendein Können, sondern es geht einfach um ein Wissen. Also es geht hier nicht ums Lernen im Sinne, wie man Inhalte, also Modelle lernt oder was über den Stoffwechsel oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass man ein Können lernt. Das sind zwei grundverschiedene Dinge meistens. Und das andere ist the Soft Zone, das wäre zum Beispiel eine Art der Konzentration, also er vergleicht immer die Hard Zone und die Soft Zone, also die Zone ist eigentlich ein anderer Begriff für Flow, also er verwendet hier nicht den Begriff des Flows, sondern den der Zone, aber die kann man recht synonym verwenden oder zumindest meinen sie meiner Meinung nach das gleiche Phänomen. Und die Hard Zone oder die harte Zone ist das, wo man wirklich bis zum Zerreißen gespannt ist, aber eben auch fragil ist, also er vergleicht das ein bisschen wie so in einer Werkstoffanalyse, dass eben harte Stoffe oft eben auch keine elastischen Stoffe sind, zwar hart sind und widerstandsfähig, aber trotzdem, wenn sie brechen, dann brechen sie eben. Und der Soft Zone ist ein eher flexiblerer Ansatz, wo man mehr mit dem Moment geht und mit Störungen besser klarkommt und sie vielleicht sogar integrieren und nutzen kann. Im zweiten Teil geht es um seine Karriere im Tai Chi, der ist auch Weltmeister oder mehrfacher Weltmeister in Pushing Hands im Tai Chi. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie gut in Anführungsstrichen man da sein muss, um an der Weltspitze mitzumachen, denn das ist natürlich ein sehr lokales Phänomen, wenn man so will. Also das ist nicht sowas wie Boxen oder MMA jetzt auch, wo der Talentpool so groß ist, sondern das machen eben ausgewählte Leute. Das kann in China vielleicht anders sein, aber da habe ich natürlich keinen Überblick. Trotzdem ist es natürlich eine krasse Leistung, aber nicht, dass man das, dass einer von euch jetzt denkt, boah, der ist Weltmeister und das stellt das auf gleiche Ebene wie vielleicht irgendein Tennis-Weltmeister oder ein Box-Weltmeister oder Schach-Weltmeister. Jedenfalls sind die Aspekte oder die Themen recht parallel. Also der erste Abschnitt in dem vorherigen, also in Foundations, in dem Schachteil, der heißt Innocent Moves. Und da geht es eben darum, mit einer gewissen Unschuld eben die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und im zweiten Abschnitt, wo es eben um Tai Chi geht, heißt, das habe ich ganz oft Abschnitt gesagt, aber ihr wisst auch, was ich meine, ne? Der erste Mini-Abschnitt da im Tai Chi-Teil, der heißt eben Beginner's Mind und es meint auch im Grunde das Ähnliche. Und so zieht das eben durch und er überträgt im Grunde oft die Dinge, die er im Schach gelernt hat, auf eben seine Tai Chi-Karriere und beschreibt das auch sehr anekdotisch. Also ich mag das nicht unbedingt. Also mir ist das Anekdotische oft zu viel, gerade so in amerikanischer Literatur, aber das macht das auf jeden Fall sehr anschaulich und auch ein bisschen unterhaltsamer zu lesen. Und im dritten Teil, Bringing It All Together, da ich lese mal einfach die Abschnitte vor und dann merkt er sofort, also dass es auch dann darum geht, in der Auseinandersetzung mit diesen zwei verschiedenen Dingen eben bestimmte Konzepte zu entwickeln, die auf viele verschiedene Situationen dann übertragbar sind. Und das heißt eben The Power of Presence, da geht es natürlich um Flow, wo es eben auch in The Zone, also The Soft Zone beim Schach geht und Slowing Down Time oder Using Adversity sind eben Aspekte, die damit hineinfließen. Searching for the Zone schlägt in die gleiche Kerbe. Building your Trigger, wie komme ich in den Flow rein? Making Sandals, wie werde ich resilienter, also wie werde ich widerstandsfähiger gegen äußere oder auch innere Widerstände? Dann kommt nochmal eine Zusammenfassung und ein bisschen Anekdote und dann eben Schluss. Tja, wie bewerte ich das? Ich war am Anfang freudig begeistert. Ich bin durch einen Podcast von Tim Ferriss eben auf das Buch gekommen und war dann bei der Lektüre nicht unbedingt weiterhin so begeistert, aber ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und dann beim Auswerten des Ganzen war ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil mir schwer fiel, die ganzen Dinge selber nochmal in Worte zu fassen. Also es fiel mir schwer, einfach Dinge daraus abzuleiten, also es irgendwie zu integrieren in meinen Zettelkasten, also in meinen Wissensspeicher oder Denkabakus vielleicht auch besser.
Je mehr ich da in das Buch reinkomme, desto leichter fällt mir das. Vielleicht auch, weil es gegen Ende ist. Also mal gucken, wie das sein wird, wenn ich das Buch nochmal durchsehe, eben unter dem Aspekt des Flows. Aber insgesamt ist das Buch auf jeden Fall recht gut. Und ich glaube, gerade für Menschen, die sich noch nicht allzu viel mit solchen Dingen beschäftigt haben, also mit dem, ich nenne es mal Inner Game, also mit der Arbeit an seinen eigenen mentalen Zuständen, da steckt wahrscheinlich mehr Neues drin, als für mich jetzt Neues drin steckt. Ich fand das auf jeden Fall interessant, dass es manchmal einfach nur anders formuliert war. Er benutzt viele Metaphern, was auf jeden Fall ziemlich gut ist, weil Metaphern den Lerneffekt oder beziehungsweise den Lernerfolg auf jeden Fall erhöhen und vor allen Dingen die Perspektive ein bisschen weitern. Und ja, auf jeden Fall eine ganz große Leseempfehlung. Was ist das Fazit, wenn man sich für Flow interessiert, wenn man sich dafür interessiert, wie man seine mentalen Zustände eben besser in den Griff bekommt? Dann ist das auf jeden Fall ein Buch, insbesondere wenn es darum geht, quasi eine gewisse Selbstentwicklung, also ein gewisses Streben oder ein Streben nach Exzellenz eben zur Lebenshaltung zu machen. Tja, ich wünsche euch alles Gute. Kommentare, also können wir uns ein bisschen austauschen über das Buch, falls es jemand gelesen hat. Und tja, dann sag ich mal Tschüss.